Und damit einen schönen Nachmittag. Etwas später als sonst und auch eine etwas kleinere Besetzung als sonst. Herzlich willkommen zur letzten Pressekonferenz in der Saison nach dem Spiel der Krefeld Pinguine gegen den EHC Red Bull München. 1:4. Das Ergebnis aus Sicht der Pinguine, 4.615 Zuschauer. Wir sind zu zweit hier vorne, denn die Gäste aus München nehmen heute nicht an der Pressekonferenz teil. Wünschen trotzdem eine gute Heimfahrt und natürlich alles Gute für die Playoffs und gratulieren zum Sieg. Pierre Beaulieu ist trotzdem da, Pinguine-Trainer. Pierre, dein Fazit zum Spiel heute. Danke und danke für Ihre Geduld. Hallo zusammen. Ja, heute natürlich ersten Tor in erste 15 Sekunden. Das ist schwierig, aber wir haben sehr gut nach diesem kleinen Setback gekämpft und unsere Leistung war sehr gut und wir haben viele gute Tormöglichkeiten kreiert und wir haben im zweiten Drittel sehr gut gespielt. Wir haben gut verteidigt, wir haben unsere Transition Game war gut, wir haben die Red Bull Mannschaft unter Druck gemacht mit unserem Vorcheck und schade, dass wir können unsere Überzahl nicht genutzen, aber es ist Eishockey und im dritten Drittel you know, 2-1, 1-0 hinten zu Hause. Wir haben immer eine gute Möglichkeit, im Rückstand zu kommen weiter ins Spiel mit einem Tie-Game. Aber zu wenig und wir haben wieder ein paar sehr gute Torchance kreiert und packt just didn't go in the net und danach das ist zwei Unterzahlen Folge gegen eine Mannschaft wie München und so viel mit zwei gute Überzahl das ist schwer. Und ja, 3-1 und dann wir machen alles, was wir können in den letzten ein paar Minuten. Und 6-5, das ist up by 2 and they try to put one in the empty net. So es ist blind right up the middle in the net. I mean, es ist vielleicht 8 oder 9 Mal von 10, das ist nicht ins Tor und wir haben eine Chance. Aber es ist 4-1 und wie ich habe gesagt, die Leistung war sehr gut und wir haben gut gekämpft und ich bin stolz und zufrieden mit unserer Arbeit in der letzten Phase von diesem Saison. Die Ergebnisse in den letzten 6 Spielen waren nicht ideal, aber wir haben eine wichtige Punkte verdient gegen Düsseldorf am Freitag und das Punkte. Mit diesen Punkten wir können in den 12. Platz bleiben. Und wir haben gekämpft gegen die Top-Mannschaft in der Liga. Und ich bin stolz mit den Jungs von das. Danke. Dankeschön, Pierre. Jetzt ist die Saison unterm Strich sportlich nicht so zu Ende gegangen, wie wir uns alle erhofft hätten. Es gab aber natürlich zwischendurch auch viel, was dazu geführt hat, dass viel Unruhe reinkam. Ich muss ja fragen, wie geht es denn jetzt weiter für dich persönlich? Wie sehen jetzt die nächsten Tage aus, die nächsten Wochen? Sagst du jetzt erstmal, lass mich bloß mit Eishockey in Ruhe. Ich mache jetzt erstmal ein paar Tage komplette Hockey-Break, gar nichts. Wie sehen jetzt deine nächsten Tage aus, die nächsten Wochen? Und machst du dir schon Gedanken über die nächste Saison? Die Saison von Das Spiel ist vorbei, aber wir haben ganz viel etwas zu machen mit Fans und Sponsoren und auch mit Volontären in der nächste Woche. Und danach ist ich muss auch mit jedem Spieler zum Sprechen in One-on-One-Meetings und die Jungs hat auch eine bis Ende Woche ein Team. End of the season get together, so es ist auch wichtig für die Jungs und
in den nächsten ein paar Wochen. Es ist natürlich ein paar Tage für mich und meine Frau zum bisschen Recharge. Aber nach diesem Wochenende oder zwei Wochen, wir müssen, wie ich habe gesagt, in den letzten zwei Pressekonferenzen, dass wir müssen einen Plan zu finden für die Verein und diskutieren mit Matthias über meine Situation und ich muss auch denken, was ich will und was ist möglich zwischen die zwei beide Seiten. Und aber wichtig für die Verein. Matthias macht sehr gut arbeiten und arbeitet ganz, ganz hart für jeden Tag für die Lösungen, für die Geschäftsstelle. Und was machen wir in der Zukunft und was ist die Programm für die Behind the Scenes Look und Coaching Staffs und Support Staffs und alles. So, das ist die nächsten Monate, nächste vier Wochen ist ganz wichtig für die Verein und für Matthias und ich. Und wir schauen, was passiert in diesem Zeit. Danke, Pierre. Sind erstmal alle Fragen beantwortet oder gibt es Fragen aus der Runde? Ausnahmsweise mal nicht zum Abschluss der Saison. Dann darf ich mich vielleicht auch noch kurz bedanken. Pierre hat es gerade schon gesagt, die Helfer, die hier immer Helfer und Helferinnen natürlich, die jeden Spieltag so gestalten, wie es ist, dass es möglichst reibungslos geht. Viele davon hinter den Kulissen, denen möchte ich Danke sagen, glaube ich, im Namen der Pinguine. Dann natürlich den Partnern, Freunden, den Sponsoren, die uns auch in dieser Saison die Treue gehalten haben, die wirklich viel turbulenter war, als wir das alle bestellt hatten. Und ja, es wäre schön, wenn es in der nächsten Saison vielleicht einfach um die sportliche Frage geht, schaffen wir die Playoffs, ja oder nein, und nicht geht's überhaupt weiter. Und der allergrößte und abschließende Dank, der gebührt, glaube ich, bei unseren Fans, denn die haben in dieser Saison wirklich ganz viel Leidensfähigkeit gezeigt, sind trotzdem immer hier in die Jaila Arena gekommen und ganz viel Leidenschaft, dadurch auch im doppelten Wortsinne gezeigt. Und ich glaube, wir haben an den Fans der Krefeld-Pinguine in dieser Saison gesehen, wie ernst die das meinen, wenn sie jedes Mal vor dem Spiel You'll Never Walk Alone singen. In diesem Sinne darf ich mich bedanken für die Zusammenarbeit mit den Kollegen von der Presse, darf Ihnen einen schönen Sommer wünschen und uns als neutralen Eishockey-Fans jetzt einen schönen Rest der Saison mit spannenden Spielen und einem würdigen Meister. Vielen Dank. Wir sehen uns nächstes Jahr.